Als mir Reinhard Wagner von einem Esperanto-Kongress in Schottland erzählte, war ich sofort interessiert. Für einen Dokumentarfilm fand ich es eine spannende Idee, Menschen zu treffen, die mit dieser Sprache kommunizieren. Reinhard spricht seit Jahren fließend Esperanto und er ist ein großer Eisenbahnfan. Daher treten wir unsere Reise ins schottische Edinburgh mit dem Zug an. Wir sind beide aufgeregt. Für Reinhard ist es erst die zweite Auslandsreise überhaupt. Tja, und ich? Gerade ich suche für meinen Film das Gespräch mit Menschen in einer mir fremden Sprache. Wird das überhaupt gelingen? Oder macht die Sprachbarriere dies alles unmöglich? Wir erreichen Edinburgh bei schönstem Wetter. Unser Gepäck im Hotel zurücklassend, gehen wir direkt zum Tagungsort. Unsere fast zweitägige Anreise geht zu Ende. Wir sind am Ziel. Dank Reinhards Hilfe komme ich schon nach wenigen Minuten mit einigen Leuten ins Gespräch und erfahre, Sprachbarrieren gibt es nicht für Esperantisten. Und überhaupt ist Esperanto die Sprache der Völkerverständigung. Kial, la homo creas linguoin. Yes. Es ist mal facile resumi un horo da prelego, comprendeble, sed mi attentigis alla facto che multae homoi interessigas pri la creado en la lingua senso. Mi esperantigis ciam mi estis prima o pli dudec iaragia, no, tu estis prima sep iaroi antaue, cae do tian mi estis tiu tia iunulo quius revis savi la mondo, ne, cae crei pli bona mondo, cae tian mi diz, ah, bom, Esperanto, shainas interessa ideo, kai que eu ne, me provo din, kai me comences provi lerni, kai de esse suficie facila. La tradizia ideologio de l'Esperanto movado estis relative clara, kai nur mal rapide suferis changigioin, sed nun tempe ne tro estas clara kion ni esperantistoi volas. Ču ni volas Esperanton kiel unu kai solan lingvon de la homaro, ču ni volas gin kiel duan lingvon por la homaro, ču ni eĉ pensas, ke ti por tio ne plu ni havas ŝancon, ĉar ni ne estas sufiĉe fortaj. Kiam mi estis sepjaraĝa, ni venis al Britio, sed antaŭ tio jam ĉar mia patrino komprenis nenion de la nederlanda lingvo kaj mia patro malmulton de la angla, ili parolis inter si en Esperanto. Kaj kiam mi naskiĝis, do mi aŭskultis, kiel bebo naskiĝas aŭskultas al la gepatroj, kaj ekparolis mian bebon Esperanton. Do ni povas esti optimismaj, pesimismaj, sed mi estas certa, ke Esperanto ĉiam ekzistos. Ĝi eĉ ekzistus en la kazo, se oni perfekte solvus ĉiujn komunikajn manierojn per aliaj manieroj, ĉar Esperanto jam nun akumulis tian kulturan valoron, ke ĝi ĉiam estos almenaŭ studata kaj restudata pro tio. Mit vielen Gesprächen und Eindrücken geht mein erster Esperanto-Kongress schließlich zu Ende. Auf der Rückfahrt sprechen Reinhard und ich über unsere Erlebnisse. Wir haben dort also gesprächsbereite Menschen gefunden, die nicht nur auf uns zukamen, sondern mit denen man auch gut Gespräche führen konnte. Wir haben deren persönliche Meinung, ihre persönliche Einstellung gehört. Und ein Resümee in einem Satz zu sagen, wir sind müde, aber sehr zufrieden. Ludwig Zamenhof ist der Begründer der Esperanto-Sprache. Der Versuch, durch Esperanto Weltoffenheit, Völkerverständigung und religiöse Toleranz zu erreichen, ist sein Vermächtnis. Mia diligenta collegavo en laboro pazza nella zigio cis la bella sangio dell'amaro por eterno benefecti ligios. La 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 la. Danke. 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 Dan